Bei unseren Übungen zur Berechnung von Flächenkörpern oder was auch immer, gibt es nur einen Weg, der zum Ziel führt, und der ist: Ich schreibe mir hingegeben und schreibe aus dem langen Text einen Kurztext. Das heißt zum Beispiel D ist gleich und so weiter, was weiß ich. So, dann schaue ich mir die Frage an: Was ist denn gesucht, worum geht's denn? Und dann suche ich eine Formel, die zu diesem Zeug hier passt. Ich fertige eine Skizze an und verbildliche mir die Aufgabe. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Alte chinesische Weisheit. Dann schreibe ich mir die Formel raus, allgemein, aus irgendwelchen Tafelwerken oder Formelsammlungen, was auch immer. Setze meine gesuchten Größen ein, stelle eventuell um, kümmere mich um die Einheiten, kürze, bis zum Schluss die Einheit rauskommt, die eigentlich auch gefordert ist. Wenn ich zum Beispiel eine Masse suche und habe beim Einheitenkürzen herausbekommen Millimeter, dann kann irgendwas nicht gestimmt haben. Wenn das alles stimmt, erst dann gebe ich alles sachgerecht in den Taschenrechner ein, schreibe das Ergebnis mit Einheit hin, unterstreiche es doppelt, damit ich das auch sehe, und formuliere dann anhand der Frage die Antwort. Folgende Geschichte, die uns dieses Beispiel verdeutlichen soll. Man beschloss, damit das Übel der Welt nicht wieder über dieselbe käme, Graf Dracula in einen Holzsarg einzusperren und diesen aufs Meer zu werfen, auf das er auf ewig übers Meer getrieben würde. Der Sarg hat folgende Abmessung. Er war 1 Meter breit, 2 Meter lang und 1,5 Meter hoch und hatte quaderförmliche Gestalt. Jeder weiß, dass die Dichte des Wassers 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter beträgt. Und bei der scheinbar geringen Größe des Sarges stellt sich folgende Frage: Mit wie viel Kilogramm Masse kann ich diesen Sarg belasten, auf dass er gerade so noch schwimmt? Das heißt, wir setzen ein, wir können es auch mit der Skizze anfangen, quaderförmig. Wir skizzieren diesen Quader am besten in 3D, weil man dann nämlich sämtliche Maße reinschreiben kann. 2 Meter, 1 Meter, 1,5 Meter. Gegeben ist also Länge, Breite, Höhe, siehe Skizze. So kann man sich behelfen. Gesucht ist, weiterhin ist gegeben die Dichte von H2O, was 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter betrifft. Gesucht ist MH2O bei Kräftegleichgewicht. Das heißt, und Belastung bis zum fast Versinken, bis zum beinahe Versinken. Jetzt suche ich mir die Formel raus. Offensichtlich werde ich ein bestimmtes Volumen errechnen müssen. V ist in diesem Fall Länge mal Breite mal Höhe. Da werde ich einsetzen können. Weiterhin überlege ich mir, das wäre das Maximalvolumen. Das ist das Volumen, welches, wenn die Kiste mit entsprechender Belastung, die suchen wir ja, versehen wird, dass die Kiste letzten Endes gerade so, jetzt male ich noch eine Wasseroberfläche, gerade so am Untergehen ist. Das heißt, ein bestimmtes Volumen wird verdrängt, und wie viel Wasser wird demzufolge verdrängt. Der statische Auftrieb ist also gesucht. Also ich suche letzten Endes die Masse. Und da gibt es eine Formel, ja, die kann man sich schon beinahe herleiten. Ihr seid dran. Jetzt haben wir also erarbeitet, wenn ich die Kiste bis zur Wasserlinie untertauche, dann habe ich also 1 Kubikmeter Wasser verdrängt. Das ist meine Nebenrechnung. Dieses Volumen brauche ich. Jetzt geht es hier auf dieser Seite weiter. Ich muss mich hier drum kümmern. Und sage, wenn Rho des Wassers
ich also einen Kubikmeter verdränge, roh, wenn ich also roh dementsprechend habe, muss ich sagen, naja, dann suche ich mir eine Formel, wo roh drin ist, wo m drin ist und wo v drin ist. Und das ist nun mal roh ist m durch v, die stelle ich um. Denn ich will ja letztendlich die Masse errechnen von der Menge Wasser, die ich verdrängt habe. Also umgestellt, roh mal v ist m, ich setze ein und merke an der Stelle hier, hier wird es spannend, ein Kubikmeter. Denn hier kann ich die Einheiten nicht rauskürzen, hier habe ich ein Problem. Also mache ich weiter, ich muss diese Kubikmeter umwandeln oder hier unten irgendwas unter dem Bruchstrich tun. Ich schlage vor, wir wandeln diesen Kubikmeter um, schreiben nochmal 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter mal 1000 Kubikdezimeter ist die Masse. Jetzt kann ich mich um die Einheiten kümmern. Ich mache das mal in Rot. Kubikdezimeter und Kubikdezimeter, die kürzen sich. Es bleibt ein 1 da stehen. Und ich habe 1000 mal 1 Kilogramm. Das heißt also, 1000 Kilogramm ist die Masse, die ich dieser Holzkiste, diesem drakularischen Sarg, zuordnen kann. Fragen dazu? Nochmal die Frage, wie komme ich auf die 1000 Kubikdezimeter? Ganz einfach. Ich zeige mal eine Skizze. Ein Kubikmeter kann ich doch auch so darstellen als Würfel von 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Hier ist ein Meter, hier ist ein Meter, hier ist ein Meter. Ich kann aber dazu auch sagen, das ist nicht 1 Meter, sondern das sind 10 Dezimeter. Hier auch und hier auch. Und wenn ich jetzt nicht 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter sage, sondern ich rechne 10 mal 10 mal 10 Dezimeter mal Dezimeter, dann komme ich auf 1000, 10 mal 10 mal 10 ist 1000 Kubikdezimeter. So kann man sich das immer wieder mit allen Maßeinheiten schnell mal klar machen. Daher kommen die 1000 Kubikdezimeter. Ich brauche die aber, weil sonst kann ich hier nicht kürzen, sonst bleiben nicht Kilogramm übrig. Weil hier habe ich Kubikmeter und hier habe ich Kubikdezimeter, das ginge nicht. Deswegen die Umwandlung. Und dann habe ich es fertig. Jetzt kommt noch der letzte Satz. Die Kiste kann 1000 Kilogramm Masse aufnehmen. Und jetzt wäre die Aufgabe fertig. Jetzt gibt es Punkte darauf. Sonst nicht. Nächstes Rechenbeispiel. Super Krimi James Bond. Und zwar Goldfinger. Ihr schreibt gegeben. Und wir überlegen Folgendes. Und zwar wurde in dieser einen Folge sehr viel Gold geraubt. Und aus Fort Knox, glaube ich sogar. Und man stahl das Gold, indem die Männer, die Diebe da eine lange Kette gebildet haben und sich die Goldkisten einfach so zuwarfen. Lasst uns mal überprüfen, ob das funktioniert, ob man sich so eine Goldkiste einfach zuwerfen kann. Die Kiste schien folgende Abmessungen zu haben. Ich demonstriere das erstmal, ich sage das dann. Die Kisten ungefähr, wenn man das so abnimmt, könnte man sagen, die Kiste war lang rund 30 cm, breit rund 20 cm und hoch auch rund 20 cm. Die große Frage ist, können die Männer das sich so einfach zuwerfen? Das heißt, wir fragen letzten Endes, wie schwer war so eine Kiste? Wohlgemerkt von Aurum, Gold, voller Gold. 30 mal 20 mal 20 cm jeweils und quaderförmig. Ergibt so eine Skizze. 20 cm, 30 cm und 20 cm hoch. So. Jetzt brauchen wir dafür noch was. Was brauchen wir da, um diese blöde Kistenmasse zu ermitteln? Wir nehmen mal an, die wäre vollkommen voller Gold und das wären die Außenabmaße des Goldes. Und zwar, wir haben gerade die Dichte des Goldes ermittelt. Rho AU ist 19,3 entweder Gramm pro Kubikzentimeter oder Kilogramm pro Kubikdezimeter. Auf zur Lösung, ihr seid dran. So, jetzt kamen schon Stimmen, das gibt's doch gar nicht, ist doch gar nicht wahr, so eine olle Kiste Gold. Wir hatten ja idealerweise angenommen, dass die olle Kiste komplett aus Gold besteht und dass da gar kein Holz drum sei. Aber naja gut, jetzt waren wir hier fleißig am Rechnen. Wir hatten schnell mal die Kistenmaße ausgerechnet, 12 Kubikdezimeter und M ist dann, es hat glaube ich keinen Zweck mit Gramm zu rechnen, das wäre ein bisschen albern. Ich nehme mal gleich 19,3
Kilogramm pro Kubikdezimeter und nehme das mal diese 12 Kubikdezimeter. Passt, ne? Ich kriege Kilogramm raus, wunderbar. Jetzt brauche ich mal die konkrete Zahlenfolge, was habt ihr raus? So, und wir haben rausgekriegt 231,6 Kilogramm. Jetzt, nee, gibt's doch gar nicht, da ist doch Holz drum. Na gut, okay. Wir können das ganze Ding auch durchrechnen, indem wir sagen, naja gut, innen drin ist Gold, das wird wohl nicht so groß gewesen sein, aber man kann sich vorstellen, selbst mit 100 Kilogramm Kisten wirft man nicht einfach mal so durch die Gegend. Hier, komm, schnell, wir müssen LKW beladen, beeil dich mal, gleich kommen sie. Ne? Das ist albern. Also haben sie uns wieder mal gelingt in so einem Film. Macht nichts. Insofern mag es ja relativ lehrreich sein. Gibt es dazu Fragen? Antwort. Eine Kiste wiegt, darf man hier ruhig sagen, im täglichen Alltagsgebrauch, eigentlich sollte man es nicht sagen, 231,6 Kilogramm. Kurze Antwort, fertig. Spätestens an der Stelle fängt man sich an zu wundern, ne? Kann doch nicht sein. Dann muss man die Rechnung nochmal überprüfen. Aber wenn man sich klar macht, dass Gold wirklich schwer ist, fast 20 Kilo pro Liter wiegt, also dann kommt das schon hin. So, Fragen? Jetzt komme ich leider nicht auf den Namen der Burg. Ich war mal auf einer Burg und zwar, da war Folgendes. Da gab es einen ganz tiefen Brunnen. Die Burg war auf so einem hohen Felsen gebaut. Und logisch, dass die da einen sehr tiefen Brunnen graben mussten, denn die mussten ja bis ans Grundwasser rankommen. Ne? Das Grundwasser war auf jeden Fall unter dem normalen Erdniveau. Und wenn ich so ein Ding auf einen riesengroßen Hügel baue, dann brauche ich also auch einen tiefen Brunnen. Hier unten war also Wasser drin und der Burgführer, der leuchtete da rein, besser gesagt, der leuchtete nicht, denn da waren lauter Lampen in den Brunnen angebracht, Augustusburg, jetzt habe ich es, waren lauter Lampen angebracht und er hat gesagt, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie tief dieser Brunnen ist, ich gieße mal Wasser hinein. Dann hat er hier oben Wasser reingekippt und dann haben wir gestaunt, wie lange das dauerte, bis es unten Platsch machte. Jetzt von dem Schall mal abgesehen, wir haben ja gesehen, dass sich unten irgendwas getan hat. Und zwar, folgende Dinge sind gegeben. Wir haben die Zeit gemessen, bis wir gesehen haben, dass unten was passiert war. Und das waren 1,2 Sekunden. Ich schreibe mal SEC, damit wir besser wissen, worum es geht. Und wir möchten ermitteln, ja, die Tiefe des Brunnens. Sagen wir mal, die Höhe kann man ja gar nicht so richtig sagen, ne? Die Tiefe des Brunnens. Oder wir können auch sagen, die Strecke bis darunter. Also von hier bis hier diese Strecke S, nennen wir sie S. So, wie gehen wir daran? Zur Lösung müssen wir uns noch einiger Dinge bemächtigen. Und zwar, wie gehen wir daran? Es handelt sich ja höchstwahrscheinlich um eine gleichförmig beschleunigte Bewegung. Und wir tun mal so, als wenn es keinen Luftwiderstand gäbe. Das heißt, wir können im Tafelwerk folgende Formel suchen, klein s meine ich jetzt, ist gleich a halbe t Quadrat. Aha. Und dann haben wir den Ansatz. Was ist a? In diesem Fall die Beschleunigung. Und welche Beschleunigung müssen wir nehmen? Wir müssen g, die Erdbeschleunigung nehmen. Ne? Das Wasser wird ja von der Erde angezogen. Und das sind 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Ihr seid dran. Also wir haben eingesetzt, klein s ist diese 9,81 Meter pro Quadratsekunde, die zwei, die muss hier unten mit hin. Und dann die ganze Sache mal t Quadrat, also 1,2 mal 1,2 ist 1,44 Quadratsekunden. Jetzt gucke ich, ob das klappt. Die Quadratsekunden komplett gekürzt, wunderbar, Meter kriege ich raus. Jetzt muss ich nur noch tippen und wir bekamen heraus, ja, irgendwas um die 7 Meter, ne? Also 7, und wie viel? 7,06 Meter. Was? So wenig? Ich denke, der ist tief. So, spätestens an der Stelle, wenn ich jetzt den Antwortsatz, denn jetzt kommt der Antwortsatz, jetzt wird das interessant. Also der Brunnen ist 7,06 Meter tief. Spätestens an der Stelle frage ich mich, Nanu, was stand in dem Text? Eine Burg und dann bloß 7 Meter hohen Hügel, so ein Sandhaufen und da haben die, da kann das nicht stimmen. So, jetzt machen wir aus der ganzen Sache noch was anderes. Was ist, wenn sich der Olle geirrt hat? Also ich,
Ich habe falsch gemessen und es waren nicht 1,2, sondern 12 Sekunden. Rechnen wir jetzt mal die ganze Sache mit in grün 12 Sekunden durch. Jetzt seid ihr dran wieder. Jetzt gilt ja die gleiche Formel, das heißt, ich kann hier eiskalt einsetzen und kann sagen, es ist also diese 9,81 und die 2, die Quadratsekunden kann ich mir schon sparen, Meter mal, und jetzt muss ich aber 144 nehmen. Ne? Alles andere habe ich schon gekürzt. Und wir kommen auf 706 Meter. Nanu. Oh la la. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Augustusburg bei maximal 800 Meter Höhe errichtet wurde, könnte das vielleicht stimmen. Aber nochmal die typische Klippe, was macht man mit solchen Sachen? Man muss jedes Mal das Ergebnis überprüfen. Okay, also hier hätte ich dann einen grünen anderen Antwortsatz, ist klar. 706 Meter hingeschrieben und fertig. Hören wir an der Stelle mal auf, denn das war letztendlich heute nur ein Trainieren der Vorgehensweise, bevor wir jetzt unseren Test schreiben. Noch Fragen? Also letztendlich, Punkteverteilung ist klar, wir legen jetzt los. FF heißt viel Vergnügen. Ach nee, VF. FV? Ach, VF, viel Vergnügen, na gut.